Trotz der missglückten Zusammenführung der Stachelschweine und Erdmännchen scheinen sich letztere auf der neuen Anlage offensichtlich wohl zu fühlen. Zum bereits zweiten Mal kann der Hoyerswerda Zoo dort nämlich Nachwuchs verkünden. Nach dem Fünferwurf im Mai ist nun ein weiteres Jungtier begrüßt worden. Das Geschlecht ist noch unklar und soll erst später ermittelt werden, erklärt Sprecherin Stefanie Jürs.